Stuhlbein. Den ganzen Wäscheberg zu zerschlitzen, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Wieso ein bisschen rausziehen? Stuhlbein einmal komplett durchrammen. Dann hast du einen schönen Geisterumhang Bettvorleger. Ich bitte dich. Lexikon mit Wäsche. Wäsche. Die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. Sehr, 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 sehr schön. Poloschläger. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. What? Okay. Sonst glaube ich, hatten wir alles. Dann geht's weiter. Zu einer Alf-Puppe! Ja, Alf! Oh Mensch, ihr kennt doch bestimmt noch Alf. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Ich glaube, Edna mag Alf nicht so wirklich. Können wir den mitnehmen? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Oh. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ha, ich lach mich tot. Schön, können wir den benutzen? Vielleicht habe ich meinen... Aber... Okay, was draufkritzeln? Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Einfach die ganzen Haare anmalen. Es dauert ein bisschen, aber es geht schon. Poloschläger. Oh, bitte, 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 lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Okay, wie wär's denn mit Lexikon? Alf, Alf, Alf. Die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Hört dem Stuhlbein in die Augen. Oh, bitte, 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 lass mich ihm das Fell zerfetzen. Na sowas, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Oh, oh. Oh, oh. Harvey? Was hältst du davon, Harvey? Igitt, igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologieprofessor oder was? Ja, natürlich, so funktioniert das doch. Hier haben wir noch ein Hirn. Hallo, Hirn. Iiii. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Bitte was? Hallo, Hirn, kann man dich mitnehmen? Pfoten weg. Huch. Reden? Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein. Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Was? Ah, du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Da ist was dran. Kennst du denn einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Ja, wir könnten dich ja mal rumtragen, dann wirst du auch was sehen. Ah, Moment, da fehlen die Augen. Weißt du denn etwas über diesen Dr. Marcel? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Alles klar, gut. Dann, Dr. Marcel ist also böse. Er ist böse. Nichtsdestotrotz, danke Bobo und ciao. Ciao, Bobo. Okay, können wir denn ihn benutzen? Benutze ihn. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Schön. Kann man Bobo bekritzeln? Hey, Pfoten weg. Huch.
Okay, können wir ihn mit dem Poloschläger befreien? Wag das ja nicht. Huch! Okay, können wir denn etwas darüber im Lexikon lesen? Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten. Immerhin das? Das ist eine Fähigkeit, die nicht alle von uns besitzen, glaube ich. Kaputtes Stuhlbein? Das widerspricht sich. Entweder du benutzt dein Gehirn oder du benutzt ein kaputtes Stuhlbein. Okay, da ist wohl was dran. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Holgor. Ja, so oder so ähnlich. Gut, dann hätten wir Bobo auch durch mit den Items. Wir haben noch einen Mixer. Alter, ist da echt viel Zeug drin. Mixer! Nette Farbe. Ich muss mich gerade an die Flugwerbung erinnern. Da kommt alles in den Mixer. Die war auch so abgedreht. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Ach, was denn? Den kann man doch reparieren. Du wolltest auch einen Hubschrauber mit rausnehmen. Bitte dich, ich bitte dich. Hallo, Mixer. Scheiße. Ja, wie war das mit Buchstabensalat? Wir benutzen den mal. Der ist kaputt. Ist egal, Edna. Schreib was drauf. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Okay. Okay, Moment. Moment. Wenn das schon so losgeht, speichern. Nicht, dass wir das kaputte Stuhlbein reinschmeißen können. Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Ach so, ich dachte, der ist kaputt, der geht gar nicht. Alles klar. Nein, das würde den... Okay, Lexikon. So sind die Texte für die neuen Star Wars Filme entstanden. Alter. Krass. Okay, Harvey. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Hoppala, was war das denn? Ey, ohne Witz, das LP wird so lange dauern. Wir stehen nur hier und kombinieren alles mit allem. Und selbst das ist einfach mega witzig. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es euch so viel Spaß macht, hier die ganze Zeit Dialoge zuzuschauen, aber das Game hat halt einfach so viel zu bieten und ich will euch so viel davon zeigen. Also als ich es durchgespielt habe, persönlich so offscreen, wie sie immer so schön heißt, ist schon tatsächlich ein paar Tage her. Also um nicht zu sagen Jahre. Da habe ich nicht alles ausprobiert. Da hat mich doch das Rätsel gelockt, hier durchs Spiel zu kommen. Aber jetzt will ich euch ja so viel wie nur möglich von dem Spiel zeigen. Und da gehört das alles dazu. Und es tut mir leid. Aber es ist einfach so mega geil. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Vielleicht ist das letzte Let's Play im Jahr 2016. Mal schauen, wir werden es sehen. Wir schauen auf jeden Fall mal radioaktiv an. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Okay, können wir das denn mitnehmen? Nicht geht so, mitnehmen. Schmeckt nach Ananas. Jawohl, sehr gut. Wir haben es endlich bestätigt. Radioaktivität schmeckt nach Ananas. Kann man mit dem reden? Oh Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Wie war das? Der Doktor ist böse, aber wir sind noch viel, viel böser. Immerhin haben wir Dr. Marcel gerade Hämorrhoiden beschert. Benutzen. Schmeckt... Nach Ananas kennen wir. Kann man das beschriften? Das ist schon markiert. Ja, kann man das ummarkieren? Auch nicht. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey. Jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Der sich nicht unterscheidet. Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Okay. Schade. Hätte der jetzt geleuchtet, wäre das mega cool gewesen. Lexikon. Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von Holgor. What the fuck? Was? Okay,
Stuhlbein. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey. Der alte Schlüssel strahlt wie neu. Okay, wir haben ihn noch. Sehr schön. Harvey. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Oh, wie süß. Okay, dann haben wir hier auch alles durch beim Radioaktiv. Was haben wir noch? Wäsche? Kegel. Kegel. Die sind unvollständig. Dann nimm doch welche mit. Wozu? Die sind unvollständig. Ja, aber wenigstens einen. Können mit denen reden. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Okay. Benutzen wir die mal? Geht nicht. Die sind unvollständig. Okay. Können wir denn was draufkritzeln? Tatsächlich. Können wir mit dem Poloschläger drauf einhämmern? Ach, die liegen doch schon. Ist doch egal. Lexikon. Ach, mit W. Es heißt also Bowling. Merkt euch das, Kinder. Ja. Bowling, ja. Bowling. Je nachdem natürlich, wie man es aussprechen will, auch wenn es da eigentlich nur eine Meinung gibt. Das heißt natürlich mit W Bowling, ist ja ganz klar. Ach, die liegen doch schon. Okay, auch mit dem Stuhlbein nicht. Harvey! Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Ja, haben wir schon wieder. Alles, was wir gerade über die Kegel gesagt haben, ist absolut irrelevant. Es heißt also nicht Bowling, es heißt wirklich Bowling. Und es sind keine Kegel, es sind Pins. Krass. Beim Bowling sind es Pins, beim Kegeln sind es Kegel. Krasser. Shit. Boah. Sorry. Was haben wir hier noch so? Immer noch Kegel, Kegel, Kegel. Ein Comic! Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah. Es ist die limitierte Erstauflage. Oh mein Gott. Können wir mit dem reden? Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Das ist eine sehr gute Methode. Können wir den benutzen? Ich lese es später. Okay, dann müssen wir es aber mitnehmen. Gut, es geht. Ansehen. Captain Unbrauchbar. Okay, können wir das benutzen? Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Und das ist halt auch nur möglich, der Witz, wenn man die halt auch einschaltet. Die kann man auch ausschalten. Aber ich habe es also immer grundsätzlich an. Und genau dann funktioniert auch der Witz. Schön. Poloschläger. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote steht bestimmt auch im Lexikon, hm? Comicheft, das Comichefts, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Sehr schön. Stuhlbein? Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Die zu jedem Item in dem Heft ein Bildchen verfasst. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Okay. Krass, wir haben einen neuen Comic. Reagenzgläser. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. Oh mein Gott! Wirklich zu jedem Item. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Oh ja, zu jedem Item. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Naja, diese außerirdische Lebensform wollte immerhin Katzen essen. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Aber du hast gar keine Augen. Wie kannst du lesen, Mixer?
In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Krass. Oh Gott. Radioaktiv. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Das, wenn mir mal passieren würde, den falschen Sender erwische ich zwar eigentlich nie, weil nur einer eingestellt ist, aber so Superkräfte lang, da würde ich mir überlegen, mal öfter den Sender zu wechseln. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Oh, Captain Unbrauchbar.